Liebe Leute, willkommen bei Farthest Frontier. Etwas frei übersetzt bei den Grenzlanden. Ein neuer Survival City Builder im Mittelalter. Also eine Mischung von Aufbauspiel, Städteaufbauspiel und von Survival, weil wir auch mit Bestien zu tun haben, mit Raubtieren, mit Plünderern und mit Armeen. Ein Spiel, das am 9. August 2022 in den Early Access aus Steam startet, dass ich euch jetzt, ihr seid bei WB bei Writing Bull, live auf Twitch jetzt schon mal zeige, frühe Version, und auf YouTube gibt's das auch, zeichne ich auf Playlist dort oben in der Ecke. Das Spiel ist schon auf Deutsch, aber es startet in den Early Access. Early Access ist nicht Release, das heißt, ein paar Abstriche sind da. Die deutsche Übersetzung ist nicht ganz komplett, nur wieder so kleinere englische Textfragmente. Es gibt kein In-Game-Tutorial. Das ist echt schade. Es gibt aber eine externe Webseite, auf der man gut gecoacht wird, aber die werde ich ja nicht während des Streams immer starten und danach lesen. Ich habe mich ein bisschen eingespielt, aber ich habe es nicht komplett gespielt, aber so durch die ersten Tage sollte ich euch hindurchbuxieren können. Danach beten wir, dass es gut geht. Farthest Frontier spielt wo? In einer unbestimmten Zeit, in einer unbestimmten Welt, aber ich würde mal sagen, so ungefähr Mitteleuropa, Osteuropa, im Übergang vom Mittelalter in die frühe Neuzeit. Wir spielen, das wird gleich auch mit einem schönen atmosphärischen Film angezeigt, eine Gruppe von Armutsflüchtlingen und Abenteurern, die halt aus der Stadt, wo sie unter Armut leidet, unter hohen Steuerabgaben und so weiter, flüchtet, rausgeht, zieht mit einem Wagen, mit einem Treck und ein paar Ochsen vorne davor, ganz, gar nicht viele Leute, 10, 12 vielleicht, ziehen raus, wagen ihr Glück, ziehen in die Grenzlande, mitten in die Wildnis, suchen sich einen Platz, wo sie ein Lager bauen, einen Brunnen bauen, Landwirtschaft betreiben, auf die Jagd gehen, Fische fangen, hoffen, dass sie niemand überfällt, vor allem dann nicht, wenn ihr Wohlstand ein größerer ist, denn ab dann spätestens, wenn wir eine kleine Stadt aufgebaut haben, vielleicht so eine, wie die ihr im Hintergrund seht, ab dann kann es passieren, dass Leute auf unseren Reichtum neidisch werden. Leute, die nicht wie wir, ganz hart hier in pausierbarer Echtzeit, alles mühsam bauen wollen, sondern einfach nur rauben wollen. Wie gut, dass wir Waffen herstellen können. Wie gut, dass wir einen Handelsplatz, einen Marktplatz aufstellen können. Wir können Gold oder andere Erze gewinnen, können die verhütten, können Handel betreiben, uns Waffen kaufen oder selber herstellen. Aber der Militärpart ist nicht so wichtig wie der zivile Part. Es ist nicht primär ein Kriegsspiel. Kein Grund zur Sorge. Wie gut das Balancing ist, weiß ich nicht. Ich vermute so eine frühe Version, da wird irgendwie noch gar nicht alles rundlaufen. Deshalb spielen wir auch nicht auf einem hohen, sondern auf einem eher so niedrig-mittleren Schwierigkeitsgrad. Wir starten jetzt mal. Zwischendurch ein Dankeschön an die Twitch-Zuschauer, an den YouTuber beispielsweise, der gerade 5 Abos auf Twitch verschenkt und damit ein bisschen einen Beitrag dazu leistet, dass ich hier als Profi Streamer und Videomacher unterwegs sein kann und euch regelmäßig solche Spiele neu zeigen kann. Der finanziert mir meinen Lebensunterhalt, unter anderem danke an YouTuber und an Chopper Frostwolf und all die anderen, die ja mich abonnieren. So Leute, wir gehen rein. Wir starten eine neue Siedlung. Und das sind 3 vorgefertigte Schwierigkeitsgrade, die lassen sich allerdings modular ergänzen. Interessant ist für uns folgendes: Pionier, Wegbereiter, Bezwinger. Ihr seht, was passiert. Es gibt 4 Kategorien für den Schwierigkeitsgrad. Die erste Kategorie, mit wie vielen Dorfbewohnern starten wir? Wie viele Flüchtlinge haben wir mitgenommen? Mit welchen Nahrungsvorräten starten wir zu Beginn? Was haben wir im Planwagen drin? Wird alles gut gehen? Mal gucken. Dann Jagd und Wildtiere. Gibt es Wölfe, Bären und andere, und wie viele, die uns überfallen? Und das kann tatsächlich dazu führen, dass ganz früh schon Leute sterben, und das ist nicht cool. Feindliche Kräfte, das sind jetzt wiederum die Bestien auf 2 Beinen gemeint, nicht die auf 4 Beinen. Also es können einzelne Plünderer kommen, eventuell auch später, je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, richtige Invasionsarmeen. Man kann eine Stadtmauer bauen, eine Kaserne, tolle Waffen ausheben und so weiter. Das reizt mich gerade nicht so sehr, weil ich, wie gesagt, mir denke, bei einem Titel vor Early Access, da will ich erstmal rauskriegen, wie es funktioniert. Und wer weiß, ob das Balancing sauber ist, da lege ich jetzt mal nicht so viel Wert drauf. Wir wollen Plünderer, okay, aber Armeen, man kann es auch übertreiben. Wir machen aber Folgendes, wir erwürfeln uns mal einen Spielenamen. Eisenholm, finde ich schon mal ganz hübsch. Wir können auch einen eintippen, Faulbaum, nein danke. Faul sind wir gar nicht, Malmouth, Felseinöde, Dammwald, Felsland, Wendigoville, Colorado, na, Krankheiten und Seuchen gibt es ja auch. Lemuria, Korkwastan, Pökelburg, Eldorado, Barwick, Norumbega, Ruinstadt. Ja, das ist wirklich ein gutes Omen hier. Zwielichtbrück, ich bin noch nicht zwielichtig. Was kommt als nächstes? Rackerbach.
Wir rackern uns und einen Bach finden wir auch. Das kann ich mir vorstellen. Da steht mir richtig, da werden im Schweiße unseres Angesichtes arbeiten. Da passt der Name Rackerbach eigentlich ganz gut zu. Chat schlägt vor, wilde Weiden, Bullbach oder Bullerado. Bullbach können wir auch nehmen. Bullerbach. Ja, es könnte auch Nordamerika sein, das ist richtig. Wobei die Wildschweine, die hier auftreten, die sind eher, finde ich, europäisch als nordamerikanisch. Father's Bull, also ich lasse es mal bei Rackerbach, es sei denn, ihr habt jetzt einen ganz coolen neuen Namen. Wenn jetzt ganz schnell noch ein Name kommt, der mich echt völlig umhaut hier. Bullabü, das geht. Hochleber Astrid Lindgren. Also. Braunfurt, Wallburg, Karolm, Schwarzmoor. Das Schwarzmoor stimmt, wisst ihr warum? Wir starten mal, das sind die Gelände, die zur Auswahl stehen, die wir können zufällig nehmen oder vier verschiedene Zufallskartenskripte und die haben auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und ich nehme das hier, das passt zu Schwarzmoor. Tieflandseen, einfache Umgebungsgeschwindigkeit, wir müssen ja erstmal alles kennenlernen. Eine idyllische Umgebung, dichte Wälder, saftige Wiesen, Seen voller Fische, da fangen wir an. Alternativen, Steppe, ausgehendes Flachland, fruchtbare Wiesen, trockenes Gras und Buschland. Aber weniger Bodenschätze, weniger Wälder, ist mittelschwer. Trockenes Hochland, sehr schwer. Trostloses Hochland, unfruchtbare Böden, karge Kiefernwälder. Nur Mineralien, die muss man dann aber erstmal gewinnen. Das kann man nicht von Beginn an. Kann man auch vor allem nicht von Beginn an veredeln, muss man dann verkaufen. Alpentäler, ah, da hat man so ganz wenig Platz zum Bauen. Auch wenn es an Fruchtbarkeit und an Wald viel gibt, wir machen Tieflandseen. Wir machen ganz simpel einen auf Tieflandseen. Und Pazifistenmodus machen wir nicht. Dann gibt es gar nichts, mit dem man uns rumbalgen kann. Ganz so einfach will ich es nicht. Wegbereiter kombiniert. Wir ändern noch ein paar andere Sachen. Bei den Plünderern, hier steht, es kann Invasionsarmeen geben. Da gehe ich eins runter. Wir bekommen zwar Plünderer, aber wir bekommen keine Invasionsarmeen. Da habe ich keinen Bock drauf. Nicht, wenn wir versuchen, das Spiel zu verstehen. Und vor allem, es gibt kein Ingame-Tutorial. Es gibt im Augenblick nur eine externe Website. Die kann man aufrufen, wenn man links unten klickt auf Game Guide und die ist leider im Moment nur auf Englisch und noch nicht mal komplett. Also weitestgehend sind die Inhalte da, aber nicht vollständig. Die hilft sehr, aber die kann ich ja nicht während des Let's Plays die ganze Zeit starten. Ich habe viel vorher drin gelesen, allerdings nicht alles. Also ich glaube, wir dürfen uns sowas etwas Leichteres durchaus genehmigen. Kartengröße machen wir Mitte. Wünsche euch viel Spaß. Schwarzmoor startet. Jetzt. Viel Vergnügen, Leute. Und Achtung, Film ab. Life can be harsh everywhere, but in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. Nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. This wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Ja, wir starten. Und ihr habt gesehen, die Welt ist tatsächlich eine Fantasiewelt. Ihr habt so ein paar Mittelalteranleihen drin gehabt mit Ritterrüstung. Uhren gibt es ja im Hintergrund zu sehen. Das passt nun wirklich gar nicht ins Mittelalter. Turmuhren, ihr seht es gerade im Hintergrund. Ist so ein bisschen ein Kulturmisch aus verschiedenen Dingen und eher, wie gesagt, in Europa als in Nordamerika oder gar ganz woanders verortet. Ja. Wünsche euch allen viel Vergnügen. Nochmal vielen Dank an all die Leute auf Twitch, die da sind. Über 800 Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke an Zotango, an Dockenay, an Benrich, an YouTuber nochmal und all die anderen, die mich hier unterstützen. So, wir gehen einmal rein. Und es ist pausierbar. Und zu Beginn
Müssen wir gar nicht pausieren, weil es gibt einen ersten vorgeschobenen Danke an Quick. Liebe Grüße, danke an dich. Es gibt einen vorgeschrittenen ersten, einen vorgezogenen ersten Schritt. Wir müssen nämlich erstmal, und die Zeit vergeht hier nur scheinbar, einen Platz finden, wo wir überhaupt starten. Verschaffe dir einen Überblick über das Land, das deine Dorfbewohner erkundet haben. Wähle einen vielversprechenden Standort für dein Dorfzentrum. Es ist wichtig, dass du einen Ort wählst, der in der Nähe der Ressourcen liegt, die du für den Aufbau einer erfolgreichen Siedlung brauchst. Ressourcen wie Ton, wie Eisenerz, wie Nahrungsquellen zum Beispiel. Darf nicht keine Wölfe und Bären. Bären ja, Bären nein. Das soll unser Konzept sein. Zeit verläuft noch nicht. Oben rechts seht ihr ein paar Sachen, die geben ein paar gute Tipps. Und das ist auch wichtig. Es gibt nämlich ein paar, also hier sind wir gestartet, unsere Leute sind hier vorne. Aber wir können überall hin. Es gibt keine Minimap und wir gucken erstmal, ob wir irgendwo Wasser haben. Leute, bitte Wasser. Hier ist Wasser, Gott sei Dank. Wir können nicht unendlich weit weggehen. Das können wir nicht. Ne? Also es gibt so einen schwarzen Rand. Das ist nicht der Kartenrand unbedingt, sondern ist es der Rand unseres Startgebietes. Hier ist auch nochmal Wasser. Da gibt es potenziell überall Fische. Und es gibt ein paar Overlays. Es gibt drei Overlays. Overlay Nummer 1 ist das hier. Durch G aufrufbar. Das ist die Attraktivität, wenn man später Wohnhäuser baut. Das ist im Augenblick Schnurz und Piepe. Dann gibt es eine Sache, die ist schon wichtiger. Das ist die Bewässerung mit I. Nach dem englischen Wort aufrufbar. Und hier könnt ihr sehen, je dunkelblauer, desto besser. Da kann man einen Brunnen bauen. Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Wobei, wenn man viel Wald geholzt hat zum Beispiel, kann die Fruchtbarkeit runtergehen beispielsweise auch. Also man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt endliche Ressourcen hier von allem. Man kann die Natur nicht grenzenlos ausbeuten. Man kann so vorsichtig Bäume fällen, dann wachsen die langsam wieder nach. Steinvorkommen auf dem Boden, wenn man welche findet. Wenn man die aufgelesen hat, sind die weg. Also endlich ist hier alles. Ist halt echte Welt. Nicht nur ein Computerspiel. Wir schauen mal, wo wir siedeln könnten. Und es gibt noch ein drittes Overlay, das ist das mit F. F wie Ressourcen, Fruits und andere Geschichten. Hier kann man auch so ein paar Sachen sehen. Zum Beispiel hier sind viele Fischvorkommen. Man kann im Prinzip überall Fisch fangen, aber wo viele Fischvorkommen sind, desto besser. Wo der Wald ist, sehen wir von alleine. Dann sehen wir hier manchmal noch so Nahrungsressourcen. Das ist zum Beispiel, das weiß ich, weil ich schon ein bisschen gespielt habe, Blattgemüse. Das kann man ernten, das wächst nach, aber das ist auch ein fruchtbares Gebiet. Da können wir später Landwirtschaft betreiben. Danke an Bierentchen. Hi. Und dann sieht man überall noch so andere Früchte, die hier rumstehen, Nussbäume und Apfelbäume und was weiß ich alles. Das sind Steinvorkommen, die man finden kann. Wildtiere werden auch angezeigt und die können echt gefährlich sein. Das ist Gott sei Dank ein Lehmvorkommen anscheinend. Also frühzeitig neben der Wolfsherde starten würde ich nicht unbedingt empfehlen. Und je flacher, desto besser, weil wenn man flach ist, dann Gebäude kann man nur dahin setzen, wo es flach ist. Man muss alles erst sonst erstmal mühsam einebnen. Also das sieht schon mal gut aus. Hier sind auch Wälder, hier kann man viel Nahrung gewinnen. Können vielleicht in die Mitte zwischen zwei Gewässer. Hier sind Tiere. Oh, das sind Wildschweine, die sind gefährlich, schnell weg. Das wollen wir nicht. Also hier könnten wir schon mal starten. Steine sind hier vorne, Wälder sehen wir selber. Das ist Lehm. Ich hätte gerne auch nach Erz. Könnt ihr Erz oder sogar Gold irgendwo entdecken? Was ist denn das hier? Das sind Tierchen. Das sind Kaninchen, die können wir jagen. Ja, das Wichtigste zu Beginn ist die Nahrung einfach nur. Ich sehe leider nur ein Rohstoffvorkommen neben den Steinen. Das ist nur leider hier einmal Ton. Das ist doof. Eisen hier. Überall Eisen im Berg. Das ist gut. Wenn wir eine Goldmine noch hätten, das wäre Gold wert. Was wächst hier überall? Was ist denn das hier? Das weiß ich noch nicht, das weiß ich nicht genau. Die Symbole kenne ich noch nicht alle auswendig. Gold, könnt ihr irgendwo Gold entdecken? Ich nicht. Schade, ne? Finden wir erstmal nicht. Dann gehen wir hier hin, in die Nähe von den Fischen. Hier in die Nähe hin, wo viele Bäume auch sind. Also die Bäume stehen nicht ganz dicht. Scheint auch viel Totholz drunter zu sein, aber es geht. Und die Nähe vom Ton und vom Eisen. Hier so hin. Und irgendwo da, wo wir nicht komplett... Hier dunkelgrün, da können wir nachher... Farmen bauen. Hier können wir auch Farmen bauen. Und wir sollten auch so bauen, dass wir nachher alles mit einem Zaun oder mit einer Mauer abdichten können, falls die Plünderer kommen. Vielleicht hier so in die Mitte. Hier in die Mitte das Dorfzentrum hin. Das ist nicht sofort da. Da müssen erstmal ein paar Bäume entfernt werden, aber es ist nicht so schlimm. Ja, der Pfeil zeigt, ist mehr eine kosmetische Geschichte. Also der zeigt an, wo eine Tür ist. Man muss Türen nicht an die Straßen ranbauen.
sagen die Entwickler, sondern das ist mehr so, damit, weil das Auge auch mitspielt, dass man so eine Tür nicht, was weiß ich, gegen eine Wand baut oder ähnliches. So können wir machen, finde ich. So können wir starten hier vorne. Ja? Hier legen wir einmal los. Ja, ich will ja loslegen und jetzt wird die Welt nochmal eine andere und der Fog of War wird wieder größer. Leute ziehen rüber, Welt wird wieder dunkel. Jetzt beginnt erst das wirkliche Spiel hier. Da starten wir. Und zuerst bauen die hier alles. Das erste, was wir machen, einmal pausieren, Interface angucken, ich erkläre euch mal alles. Wir haben im Spiel 12 Leute oben rechts zu sehen, mit ihnen beginnen wir. Es kommen mehr Leute dazu, wenn wir den Wohnraum bieten und wenn die zufrieden sind. Ja? Wenn sich unser Ruf rumspricht, dann können zwei Dinge passieren. Erstens setzen unsere Leute Kinder in die Welt, die zuerst nicht arbeiten, dann aber später. Schulen können wir auch bauen. Und zum Zweiten kann es sein, dass Flüchtlinge oder ja, andere Leute bei uns ans Tor klopfen und sagen, hey, bei euch soll es viel Wohlstand geben, ich wäre gern dabei mit meiner Familie. Und dann können wir die annehmen oder nicht. Wenn wir die nicht annehmen, kann es sein, dass sie bei uns in der Gegend herummarodieren, weil sie enttäuscht und wütend sind und uns als hartherzig empfinden. Oben seht ihr übrigens den Verlauf der Jahreszeiten. Ein kompletter Durchlauf ist ein Jahr. Links beginnt alles in Beginn des Frühlings halt. Da seht ihr auch, was das so heißt. Dann werden die Blätter werden dichter an den Bäumen. Dann kann man auch gut säen und kann Landwirtschaft betreiben. Dann kommt langsam der Herbst und im Winter braucht man zwei Dinge, Brennholz und Essen. Und zwar dicke Vorräte, wenn man nicht genug vorgelegt hat an beidem, hat man echt ein Problem an der Backe. Und Krankheiten können auch schnell passieren, wenn die Leute im Winter kein Dach unter dem Kopf haben. Gebäude kann man natürlich auch upgraden und so weiter. Ich spiele im Augenblick, schaut mal bitte rechts oben, mit dieser Einstellung hier, automatische Gebäudeverbesserung aktiviert. Das erklären die gar nicht so richtig. Das habe ich so nebenbei entdeckt. Falls ihr euch zwischendurch mal wundert, dass eure kostbaren Rohstoffe weggehen und die Leute einfach so eure Gebäude ausbauen, wo ihr es ihnen gar nicht erlaubt habt, dann deaktiviert das mal hier rechts oben und macht alles manuell hier. So, das erste, was ich jetzt mache, ist allerdings im Ton die Musik wieder etwas lauter, denn die war eben aufs Hauptmenü. War die eingestellt. So, hier vorne bauen wir und jetzt unten rechts die verschiedenen Menüs. Das hier ist das allgemeine Baumenü. Das kann man jeweils ausklappen nach verschiedenen Kategorien. Dies ist meistens im Augenblick gesperrt, Vorhängeschloss. Es gibt eine Progression, also einen langsam steigenden Schwierigkeitsgrad und eine langsam steigende Komplexität im Spiel und die wird einfach dadurch gesteuert, dass man bestimmte Bauvoraussetzungen erfüllt haben muss, damit man das nächste Gebäude bauen darf. Und welche man braucht, werden einem das Vorhängeschloss auch erklärt, was man da alles haben muss. Ne? Wohnraum, Annehmlichkeiten und Dienste, Lagergebäude, verschiedene Dinge. Für Nahrung, für verschiedene Arten von Nahrung, für Baumaterialien gibt es vielleicht noch ein anderes Lagergebäude als ein allgemeines für andere Geschichten. Nahrungsproduktion auch in verschiedenen Stufen, die allmählich freigeschaltet werden. Zu Beginn kann man, also die erste Landwirtschaft, das schaffen wir im ersten Jahr nicht. Wir wollen erstmal Fischfang betreiben und anderes. Dann allgemein Ressourcenverarbeitung, das ist das dickste und meiste, verschiedene Veredelungsstufen. Man kann Waffen und Erze, man kann verhütten, man kann die Sachen, die Rohstoffe, die man gewinnt, sollte man auch irgendwann dann veredeln, weil man die dann teurer verkaufen kann, weil die Rohstoffe halt endlich sind. Nur Bäume wachsen nach, wenn man das, und Fische wachsen nach natürlich und Wildtiere, es sei denn, man übertreibt es mit dem Ausplündern der Natur. Verteidigungsanlagen brauchen wir zu Beginn nicht, wir sind ja bitterarm. Wer soll uns überfallen? Wir haben ja nichts. Mauern und Straßen. Straßen bauen wir früh, alles andere später. Und es gibt noch Deko-Sachen, damit die Leute zufriedener sind. Wie eben erklärt, dann kann es dazu führen, dass man die Häuser eher upgraden kann und dass auch zufriedene Bürger, dass dann mehr Bevölkerungswachstum hier geschieht. Das sind so die Grundgeschichten hier vorne. Ja? Okay, das Erste, was wir bauen, natürlich, achso, und wir haben mit P wie Professions aufrufbar diesen Bildschirm, wo wir die Bürger in Berufe einteilen. Wir können die auch einteilen, falls ihr End Zone A World Apart kennt. Der Aufbaustrategie-Hit Made in Germany von Assemble Entertainment und Gentleman Games, Gentleman irgendwas Games Entertainment, weiß ich gar nicht genau, haben wir ja rauf und runter gezeigt.
ein bisschen was geklaut, haben die, glaube ich, bei dem Hit. Ganz viele Dinge werden euch bekannt vorkommen von da. Ich bin persönlich der Meinung, ist nicht schlimm. Besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die gibt es da, aber auch in anderen Spielen, aber auch andere Spielelemente werdet ihr gleich wieder entdecken. Wir können die Anzahl der Bauhandwerker deckeln, also wie viele Leute maximal ein Gebäude bauen soll. 4 ist okay, 10, 12 Arbeitskräfte haben wir zu Beginn. Arbeiter, das sind alle anderen Leute, die nicht in Berufe eingeteilt sind. End Zone World Apart lässt grüßen und sagt, juhu, so haben wir das aber auch gemacht. Und das sind Leute, die Ressourcen transportieren, die Bäume fällen, die wir einteilen können, um Steine einzusammeln, Holz von A nach B zu transportieren, Straßen zu bauen. Das machen die alle vollautomatisch. All die Leute, die Arbeiter sind. Danke an Feueroschi, lieben Dank an dich. Hi. Und das lassen wir alles jetzt mal, wie es ist, und überlegen uns, welche Gebäude brauchen wir tatsächlich als erstes. Das Erste, was hier entsteht, ist natürlich das, was wir gerade eingestellt haben. Das ist hier vorne das Stadtzentrum. Das entsteht über Zeit. Und jetzt haben wir neben dem Baumenü noch das hier, Ressourcen abbauen. Und hier können wir mit der Maus einen Bereich aufzeigen, in dem 4 verschiedene Arten von Ressourcen gewonnen werden können. Bäume abgehackt, Steine aufgelesen, Büsche entfernt oder Beeren gesammelt werden. Wir können einzelne Sachen deaktivieren, dann werden nur die Bäume abgehackt und die Büsche und so weiter. Oder wir können auch nur eines aktivieren und den Rest weglassen. Wir können auch einzelne Sachen anklicken und wieder rausnehmen, können wir alles machen. Wir ziehen erstmal, weil wir werden ja viel hier bauen, den Bereich rund um das Dorfzentrum so auf, und hier soll bitte alles weggemacht werden. Wobei, Achtung, dass sich das am meisten lohnt, natürlich bei den großen Bäumen, die schon ausgewachsen sind, eine tote Kiefer. Also die soll erst recht gefällt werden. Aber so kleinste Bäume, die allmählich wachsen, haben weniger. Das heißt, wir könnten Micromanagement bis zum letzten machen und sagen, nee, komm, die kleinen Bäume fällen wir nicht, die sollen erstmal groß werden, nur die großen sollen weg und die toten. Aber wir brauchen auf jeden Fall Platz rund ums Dorfzentrum, da kann man das ruhig mal machen und hier alles entfernen. Was wir relativ früh im Spiel brauchen, sind Steine. Das heißt, Holz brauchen wir auf jeden Fall. Holz ist das allererste, was wir brauchen, um die ersten einfachen Gebäude zu errichten. Aber sehr früh auch Steine. Das heißt, wir müssen auch gucken, ob Steine mit dabei sind. Hier ist ein Steinhaufen, der ist auch mit dabei. 6 Steine, das ist fein. Das können wir machen. So, und dann würde ich sagen, weil die paar Bauarbeiter hier, das reicht nicht, wir sorgen mal für ein bisschen Nahrung. Was wir an Vorräten haben, sehen wir hier drin. Das ist unser Vorratslager, das wir mitgebracht haben. Auch da lässt End Zone World Apart grüßen. Das ist so ein Art Hippie-Bus, mit dem wir starten. Hier ist das ein Vorratswagen mit ein paar Bullen davor. Cool. Allein deshalb muss ich das Spiel zeigen. Die Bullen schreiben zwar nicht, aber... Finde ich cool. Das war die Motivation für mich, das Spiel euch zeigen zu wollen, weil damit kriegen die mich. Ein paar Bullen im Spiel, schon ist alles gut. Und ihr seht, wie viel man hier drin lagern kann. Und wir starten mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, ein paar Werkzeugen, mit ein paar Waffen, allerdings nicht sehr vielen, mit ein paar Bögen, mit denen wir auf die Jagd gehen können, mit ein paar Pfeilen, mit 150 Räucherfleisch und 100 Wurzelgemüse. Also wir brauchen schnell mehr und wir brauchen auch schnell verschiedene Arten von Nahrung. Je vielfältiger, desto besser. Fische. Wir fangen mit Fischen an. Das Erste, was wir machen, wir gehen hier links unten hin ins Baumenü, gehen rein in die Ressourcen und holen uns mal... Brunnen brauchen wir natürlich auch, aber der Brunnen, ihr seht es, braucht schon Steine. Und ihr im Augenblick oben seht es auch, wir haben noch gar nichts drin. Dass die ganzen Baumaterialien, die müssen jetzt erstmal hier gefällt und da reingebracht werden. Aber was wir machen können, wir können schon mal bei der Nahrungsproduktion eine Fischerhütte hier links hinbauen. Und jetzt seht ihr auch eine, die kann man nur auf dem Land bauen, also nicht zu weit vom Wasser weg, nichts auf dem Wasser drauf, so in der Nähe halt. Und was ihr seht, ist ein Prozentwert, wie gut die ist. Und hier seht ihr auch so kleine Icons, die aufploppen, mit so Pfeilchen da oben, das sind Fischschwärme. Man kann die überall hinbauen, aber da, wo viele Fischschwärme sind, sind umso besser. Man kann auch viele Fischerhütte nebeneinander setzen, aber dann darf man sich nicht wundern, wenn die Fischschwärme irgendwann futsch sind. Und das ist dann nicht ganz so klug. Danke an Flokasi hier, vielen Dank. Ich würde mal sagen, oh, Entschuldigung, wir bauen mal unsere erste Fischerhütte mit dem Eingangstor, mit Tab kann man drehen. Mit Tab kann man in 4 Richtungen drehen. Und da stellen wir mal hin, hier in die Nähe, und beobachten mal. Wir wollen einen Platz haben, wo man möglichst wenig Holz erstmal fällen muss, damit es schnell geht. Und wo die Fruchtbarkeit, oben sieht den Prozentwert, eine große ist. Und ihr seht, wie viele Fischergebiete hier in der Nähe sind. 100er Fruchtbarkeit. 100, 100, 100, 100.
Mehr als 100 kriegen wir nirgendwo hin. Da können wir eine schon mal hier hinsetzen und eine zweite vielleicht hier vorne gleich hin. Ja? Hier können wir eine hinsetzen. Ungültige Platzierung, weil nicht zu weit am Land, so könnte es gehen. 10 Holz, 80, das ist zu wenig. 100 hier, geht auch nicht. 90, 120. Es ist, hier waren 100, ne. Wie kriegen wir denn echt keine? Kriegen wir hier links eine 100er hin? Hier haben wir 100, das können wir machen. Hier ist auch 100, die sollen so weit wie möglich voneinander wegstehen. Ach, das ist auch alles 100. Hier ist 110, hier wird spannend. 110, 120, aber das ist, hier muss irgendwo ein Fisch warm sein. Das ist aber zu weit weg. Wir brauchen auch kurze Wege. Wir stellen das Teil mal. Hier hin. Und ziehen, ich nehme die Leertaste raus, auch schon mal eine Straße rüber. Die sind hier vorne. Die bauen die auf dem Weg dorthin. Und ziehen die. Wir bauen auch eine Straße schon mal rund um, Entschuldigung, rund um das Teil, was wir hier bauen. Ich mache mal die Fruchtbarkeit, den Fruchtbarkeitslayer weg. Hier drumherum. Wir werden garantiert hier Straßen bauen. Man kann auch krumme Straßen bauen, das machen wir aber erstmal nicht. Das ist ein bisschen schwer hier, ne, zu sehen. Bis hierhin. Hier kommen wir einmal hoch. Oh oh. Oh oh, die geht einmal rund drumherum. Ah, das ist doof. Wenn wir gleich unter Umständen schwierig anbauen können. Wir haben eine gezogen. Dann ziehen wir noch eine Straße hier unten runter. Ich habe warnenweise weggeklickt. Einmal hier hin, bitte. Ich mache das hier mal weg, damit man besser sehen kann. Stoppe mal kurz, damit wir die Straße sauber ziehen können. Die ich kann hier am Rand. Das heißt, von hier abgehend. Boah, die Bäume stören ein bisschen beim Gucken. Man kann nur raten, wo die sind. Hier. Hier runter. Straße bis. Ist sie gerade? Ja, ne? Bis hier hin. Okay. Noch ein kleines Stück, das reicht erstmal. Dann schauen wir, was unsere Leute machen. 12 Mitarbeiter haben wir. Uns fehlt noch Brennholz, das brauchen wir für den Winter. Und uns fehlt noch Wohnraum. Das heißt, die brauchen 3 Häuser. In einem Haus können 3 Leute leben, 12 Leute haben wir. Wir können nur, und die haben auch schon so, guck mal, wie die Grafik aussieht. Ob euch das gefällt. Ich finde, die sieht hübsch aus. Die Icons über dem Kopf kann man wegmachen. Aber will ich gerade nicht. Die geben einem ganz gut Tipps, wo was ist. Das ist die Fruchtbarkeit, das ist das Wasser, wir müssen einen Brunnen gleich bauen. Das ist die Zufriedenheit und das ist die Attraktivität der Geländefelder hier. Da gibt es noch die Sachen F2 bis F3. Dann kann man bestimmte Dinge sich anzeigen lassen, die einzelnen Bürger. Mit F4, das ist das hier, kann man sich die Ressourcen alle anzeigen lassen. Das finde ich ganz praktisch. Ja? Hier wird weiter gefällt. Wir haben 0 Holz. Alles, was die Leute an Holz gewinnen, wird sofort hier runtergebracht. Hier vorne hingepackt und dann wird es ausgebaut. Das hier in der Mitte ist fertig. Das Stadtzentrum hat Priorität. Damit fangen wir mal an. Das priorisieren wir. Das soll zuerst gebaut werden. Da waren dann Reste einer englischen Übersetzung. Das soll das erste Gebäude, das fertig sein. Das ist das zweite. Jetzt kommt ein Unwetter leider rein. Wildtiere haben wir noch keine. Wir schauen nochmal, ob wir noch mehr Holz fällen müssen. Nee, ist eigentlich okay hier. Wir können schon mal legen, wo die. Hier oben können wir nachher sammeln. Da können wir eine Sammlerhütte bauen. Aber erstmal brauchen wir noch viel mehr Holz hier. Die Leute ackern schon wieder Blumen hier. Wir brauchen Frühsteine, 6 Steine. Wir haben die ersten Steine hier.
Das ist alles Totholz hier. Das kann man sicher wegmachen. Könnt ihr auch einzeln anklicken und sagen, bitte wegmachen. Kuppi, danke dir. Dorfzentrum immer noch nicht fertig, immer noch eine Baustelle hier. 18 Holz brauchen die noch. Alles fängt klein an und der Wagen steht echt im Weg rum. Und ich hab die Straße auch, seht ihr? Die habe ich ein bisschen doof gezogen hier. Das sieht ganz doof aus. Wir ziehen den mal ein Stück hier vorne hin. Dann schauen wir mal, ob wir Straßen neu ziehen können, ob das möglich ist. Schneckentempo. Das ist quasi ein mobiles Gebäude, das jetzt hier wandert. Danke an den schwarzen Ozeloft, willkommen hier. Ja, es ist fertig. Schwarzmoor! Unser Dorfzentrum steht und auch die Übersichtsfenster stehen jetzt hier zur Verfügung. Sehr schön. Leute sind noch unzufrieden, wir sind schon im Frühling. Hier zieht der eine rüber. Hier vorne wird jetzt auch die Fischerhütte gebaut. Alles okay. Jetzt versuche ich mal gucken, ob ich das hinbekomme, die Straße hier zu verschieben. Schauen, ob da, oder hier, weil die habe ich so schief und krumm hier gebaut, weil ich so eine schlechte Sicht auf die Welt hier hatte. Wir versuchen das nochmal. Wir gehen nochmal rein in Mauern und Straßen. Kann man Straßen abreißen? Ich ziehe hier nochmal runter. Geht das? Nee, geht nicht. Mal schauen, ob man Straßen abreißen kann. Mal gucken, ob das geht. Hier, einmal entfernen. Kann man auch Straßen entfernen? Nein. Straßen. Nur Straßen will ich entfernen. Ah. Alle Straßen bitte hier entfernen in diesen Bereich. Nein! Dann wird die ganze Straße entfernt. Weil das als eine Straße zählt. Muss alles neu gebaut werden. Ach komm, wir machen es. Ich will alles ordentlich haben. Oh, ist sofort weg. Ah, und kann jetzt neu gebaut werden? Okay. Einmal hier rein. Ich versuche es ein zweites Mal und jetzt bitte in ordentlich. Hier vorne lang. Ja. Bis nach, jetzt mal stückchenweise. Einmal bis hierhin. Abbrechen. Rechte Maustaste. Einmal nochmal. Achso, man kann ja auch die Straßen hier einzeln auswählen. Hier unten. Später gibt es noch bessere Straßen. Dann hier wieder hin. Ja, jetzt geht's ja. Dann bis hierhin. Ganz gerade. Ganz akkurat. Rechts Mausklick abbrechen. Hier nochmal drauf. Eins daneben. Hier rauf. Bis hierhin. Und ja, hat ja geklappt. Straße entsteht und wird jetzt noch für den Leuten hier gemacht. Die Straße wurde, glaube ich, nicht krumm wegen des Planwagens, Earl Tom. Das hatte andere Gründe. Der ist mir so auch schon ein paar Mal passiert. Kann sein, dass der Planwagen ist. Ich glaube allerdings nicht. So, die ersten Gebäude stehen. Es beginnt alles, die Fischerei. Hat schon die erste Mitarbeiterin, Zuma. Hier ist Zuma. Wo ist sie? Trägt einen Fellmantel. Ist noch unzufrieden. Ich mal gucken, ob wir bei Doppelklick zu ihr hinkommen. Da ist sie. Was macht die denn da? Sucht nach dem Ufer. Oh Gott, ist das frustrierend. Zuma, hier runterkommen. Hier unten ist das Ufer. Leute, ruf mal alle nach Zuma. Oh Gott, wie furchtbar. Zuma, such, du schaffst das, Zuma. Kommt die hier nicht durch? Was ist denn hier los, Zuma? Mach mich nicht fertig, Zuma. Wir entfernen hier noch ein paar Gebüsche, damit das besser klappt. Wir einmal hier hin und bitte einmal hier noch ein bisschen so Sachen abreißen. Vielleicht geht's jetzt hier. Und das machen wir auch mit Priorität hier, damit die das Ufer findet. Die ist so doof, echt. Zuma, bitte hier. Priorität, hier. Du musst hier alles, du musst Ufer finden, Zuma. Ich drück da die Daumen, Zuma, du schaffst das. Gucken, ob das klappt. Laufen jetzt Leute runter und helfen der armen Zuma. Zuma, wo bist du? Zuma, lass mich nicht im Stich, Zuma! Gott, was für ein Drama. Zuma sucht immer noch das Ufer. Hilfe, Hilfe! Das ist ja nicht zu fassen. Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir hoffen mal das Beste.